Willkommen zum Video von Tuning Block. Heute dreht sich alles um den brandneuen Cadillac Lyriq V für das Jahr 2026. Wenn dir unser Content gefällt, lass gerne ein Abo da. Die Erwartungen an den Lyriq V sind hoch. Schließlich ist er das erste elektrische Performance-Modell der Marke Cadillac. Leider hält sich Cadillac bisher noch bedeckt, was die genauen Details angeht. Doch ein paar spannende Einblicke und Informationen haben wir bereits. Der Lyriq V bekommt nicht nur stärkere Bremsen, sondern auch ein überarbeitetes Fahrwerk und leistet mehr als 550 PS. Damit macht Cadillac deutlich, dass die Zukunft des V-Labels elektrisch ist. Und das fängt beim Lyriq an, dem ersten Stromer mit dieser sportlichen Kennzeichnung. Mit dem Lyriq geht Cadillac weit über gewöhnliche Elektro-SUVs hinaus. Die Modellreihe V stand schon immer für sportliche Leistung und das setzt sich jetzt mit Elektrofahrzeugen fort. Nach dem Escalade ist nun der Lyriq das nächste Fahrzeug, das das V-Label tragen darf. Allerdings mit einer klaren Unterscheidung. Der Lyriq V ist keine rein rassige Rennmaschine. Der V-Button, den man im Video erkennen kann, wird vermutlich dazu dienen, den Lyriq V in eine sportlichere Einstellung zu versetzen. Damit könnten sich das Lenkverhalten, die Federung und die Bremskraft noch einmal verbessern, sodass das Fahrerlebnis auf den Punkt abgestimmt wird. Die Bremsen sind übrigens ein echtes Highlight. Im Video sieht man die Brembo-Bremssättel, die unter den neuen Felgen hervorblitzen. Auch wenn uns Cadillac bisher nur einen kurzen Clip und ein paar Bilder gegönnt hat, deutet alles auf ein Fahrvergnügen der Extraklasse hin. Der Lyriq V wird sehr wahrscheinlich eine ähnliche Leistung wie der Chevrolet Blazer EVSS auf der gleichen Plattform bringen. Das heißt 557 PS, wenn nicht sogar etwas mehr. Das ist eine starke Ansage, vor allem weil der Allradantrieb des regulären Lyriq schon beachtliche 500 PS auf die Straße bringt. Da der Lyriq das zweitbeliebteste Modell bei Cadillac ist, nach dem Escalade, und sich weltweit bestens verkauft, soll der Lyriq V auch die Marktführerschaft in der Elektrosparte ausbauen. Cadillac plant, Anfang 2025 weitere Infos zum Lyriq V zu veröffentlichen. Wenn du gespannt bist, was Cadillac noch in petto hat und du keine Updates verpassen willst, lass ein Abo da und bleib dran!